Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Wie es die meisten von euch mitbekommen haben, es ist bald Earth Clash Time. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, die Earth Clash is coming. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was hat denn Kongregate eigentlich dazu veröffentlicht in seinem Forum What's the trick to making a Clash Deck? You need to plan it. Am 15. April, also am Montag, geht's los, geht bis zum 19. April. Wie immer, alle Karten erhalten einen 100% Bonus auf Angriff, Verteidigung und alle Effekte. Das sind die Kombos, die drin vorkommen werden. Free Weed Haley, Hipster Donald, Dolphin Rider Peter, Little King, Trash Mouth, Garbage Shot Linda, Propane Sculpture, Cloud Painter, River Burnt. Sewer Surfer Fry, Sewer Surfer Bender und Dance of Peace. Wir werden in diesem Video uns jede einzelne Combo im Detail anschauen, werden mal gucken, was geht nicht, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und werden dann Vorteile, Nachteile besprechen und dann werden wir einen groben Plan zurechtlegen, womit ihr unter Umständen ziemlich erfolgreich werden könnt beim Earth Clash, weil die meisten Karten habt ihr hier. Die Frage ist, welche Kartenkombinationen machen hier Sinn? Auf den ersten Blick ist alles ein bisschen durcheinander. Wir haben alles Mögliche von Sport, Kunst, Musik, Tier, Drunk. Wir haben alle möglichen Serien. Es gibt kaum Überschneidungen, was die Charaktere anbelangt. Gut, man erkennt da uns Sewer Surfer Fry und Sewer Surfer Bender. Das ist aber auch das Erste, was auf den ersten Blick erstmal so klar wird. Deswegen schauen wir doch einfach mal, bevor alle Decks Kraut und Rübe sind, was können wir hier rausholen aus diesen Kombos und was macht unter Umständen am meisten Sinn? Macht es auch mal Sinn, vielleicht einfach nur eine einzelne, nicht gefuste Karte mit ins Deck zu nehmen und dann trotzdem den Bonus zu erhalten? Wir werden uns das jetzt genauer anschauen. Also, ich mache jetzt, klicke das jetzt erstmal weg, dann gehen wir in die allererste Combo rein und die allererste Combo ist hier die Haley. Aber irgendwie habe ich jetzt hier gerade, ich weiß auch nicht, irgendwas habe ich falsch gemacht. Genau. Da haben wir es. Ich war versehentlich in der falschen. So. Das ist einmal hier die Haley. Wir haben bei der Haley natürlich als allererstes fällt uns auf, ja, es gibt zwei Versionen. Das ist einmal die grüne und also die seltene und dann haben wir einmal die Mythic-Version. Ja, bei der grünen Version brauchen wir gar nicht lange drüber nachzudenken, ob das jetzt Sinn macht oder nicht Sinn macht. Wir haben Drogenkarten als Combo, als Support. Wir haben Toad Licking, Hypnotoad, Leon Petard und so weiter und so fort. Gehen wir mal runter in die Mythic Version. Also ginge mit Baked Evil Monkey, Olive Addict, Prescription Weed und so weiter, Chinchilla Addict Wayne. So. Wenn wir uns das andere nochmal anschauen, stellen wir fest, mit Drogenkarten haben wir sonst keine andere Combo mehr. Das heißt also, das Problem ist schon einmal hier dieses Alle heilen, was wir da auf der rechten Seite haben, das können wir vergessen. Also wenn wir uns ein Earth Clash Deck machen, wird dieses Alle heilen dort keinerlei Auswirkung haben auf das Spiel. Es sei denn, ihr macht euch da irgendein Drogendeck, aber dann habt ihr ja letzten Endes auch trotzdem keinen Bonus bei dem Earth Clash. Das macht also wenig Sinn. So, dann schauen wir uns jetzt mal, ohne das Alle heilen, diesen Wert in der Mitte, den streichen wir jetzt einfach mal. Schauen wir uns die Karte im Detail weiter an. Was haben wir da? Wir haben jetzt hier noch oben 52, müsst ihr ja verdoppeln, 52 Lebenspunkte, die auf die Karte mit hinzukommen, wenn eine Combo gespielt wird. Wir haben Entführen, und zwar 36. Wir haben 24, also 48 Angriff und 140 Leben. Das ist natürlich schon mega gewaltig, ne? 48 Angriff und 52 Leben, wenn eine Combo gespielt wird, die draufkommen. Das ist krass. Das muss man jetzt einfach mal so sehen. Wenn du überlegst, du hast 140 Leben. Und jedes Mal, wenn eine Combo gespielt wird,
und die Karte hat hier Leben verloren, dann kommen wieder 52 Leben drauf. Ja? So, jetzt gibt es natürlich, was diese Geschichte anbelangt, eine ganz, ganz große Gefahr, dass auf der anderen Seite gegenüber von dieser Free Weed Haley irgendwas mit Berauscht, mit Craze gespielt wird, das dann mega stark wird und du dann zum Schluss da irgendeine Karte hast, die von mir aus 200 Angriff hat. Jetzt mal, ist wirklich, das ist jetzt nicht unrealistisch, bei dem Wert bei 140 Leben, ja, 140 Leben, wo ständig wieder 50 Leben mit hinzukommen, ist es nicht unrealistisch, dass du zum Schluss gegenüber eine Karte hättest, die von mir aus 150 Angriff hat oder so. Sobald diese Free Weed Haley dann weg ist, dann macht ihr nichts mehr gegen die andere, dann ist das, ist da fertig. So, jetzt kommt allerdings etwas Schönes hier mit hinzu. Ihr habt nämlich hier 36 Entführen. Das bedeutet also, da ist nichts mit Berauscht auf der anderen Seite. Durch das Entführen würde eine Karte mit Berauscht auf der anderen Seite einfach zerstört werden. Also, diese Gefahr mit Berauscht ist gebannt bei der Karte. Macht Freeweed Haley natürlich zu einem absoluten Monster. Die ist da nämlich einfach unkaputtbar, wenn du so willst. Ja. Du hast mega viele Leben und du musst, du hast knapp 50 Angriff. Die macht jede Runde knapp 50 Schaden auf der anderen Seite und du kriegst die nicht wirklich klein. Also so, solange du mal eine Combo spielen kannst, ist das Ding safe. Ja. So, Nachteil bei dieser Combo ist natürlich, ja, das kannst du nur, du hast halt einmal hier das Ding da, müsstest dann dafür Drogenkarten reinnehmen, die du sonst nicht mehr spielen kannst. Aber wenn du die Combo spielen kannst, garantiere ich dir, wird die Haley sehr wahrscheinlich das Match für dich gewinnen. So, gehen wir in die nächste Combo rein. Die nächste Combo, die wir hier am Start haben, ist der Hipster Donald. So, der Hipster Donald ist hier einmal ein Roger. Ne, und dann hast du hier die Furzschule für Hochbegabte mit 17-fach Revanche, beziehungsweise 34 Revanche und 38 Gas. Du hast 32 Angriff, du hast 148 Leben. Hier unten mit der Redshirt Blue Shirt hättest du 34 Revanche, 38 Gas, 28 Angriff und 156 Leben. Auch diese Karte ist ein absoluter Zerstörer. Nachteil bei dieser Karte hier ist natürlich, bam bam, wer hätte das gedacht, auch hier wiederum, du hast diese Karten Redshirt, Blue Shirt, Fart School for the Gifted, also die Furzschule für Hochbegabte, sowie den Roger nicht mehr in irgendeiner anderen dieser Kombos, die für den Earthclash gebraucht werden können. Positiv ist an dieser Geschichte, die meisten von uns haben Furzschulen für Hochbegabte. Ich habe davon mehrere sogar gemaxt und nochmal gedouble-fused und was weiß ich nicht was. Ich habe mehrere Rogers, das heißt alleine damit könnte ich wahrscheinlich 3 oder 4 solche Dinger hier machen. Ja. Die schon ziemlich effektiv sind. Also wenn, selbst wenn wir jetzt mal, wir gehen jetzt mal auf Unfused, ja. Na gut, was Unfused ist jetzt nicht wirklich so toll, ja. Geh mal auf Fused Ones Level. Ja, bedeutet also, wir hätten jetzt als Beispiel einen Roger Single und wir hätten eine Furzschule gemaxt. So als Beispiel. Ja, dann hättest du ja auch schon 26 Revanche, 30-fach Gas, 24 Angriff und 124 Leben. Okay? Umkehrschluss, du hast einen Roger gemaxt, hast die Furzschule Single, ja, wäre der gleiche Effekt. Bedeutet also, ja, ihr könnt auch jetzt einfach mal hingehen, wenn ihr zumindest mal auch die gemaxten Gegenstücke habt, ja, einen Roger gemaxt oder die Furzschule gemaxt oder so, dann könnt ihr auch hingehen, könnt einfach mal einen normalen Roger noch mit reinnehmen oder eine normale Furzschule oder die einfach nur Double. Da die Werte, die da auf der rechten Seite rauskommen, sind schon nicht schlecht, ja. Ist aber
Ist nur ein Vorschlag, je nachdem, wie viele Rogers ihr habt und wie viele Furzschulen, ja, oder wie viele Redshirt, Blueshirts. Ihr könnt da ein bisschen was draus machen aus der ganzen Geschichte. Okay, wir gehen jetzt mal ganz runter jetzt zu der Mythic-Version, weil die ist sowieso dann, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden. Das Ding ist dann ziemlich krass. Okay? Also. Wir gehen weiter. Jetzt haben wir das erste Mal eine Karte oder eine Combo, die zwei Optionen bietet. Ja? Werde ich euch auch gleich erklären, welche. Also Linda wird in diesem ganzen Ding hier auch eine etwas größere Rolle spielen, in diesem ganzen Earthclash, ob ihr eine Linda habt oder nicht. Das werden wir aber gleich dann sehen. Also wir haben hier den Dolphin Rider Peter. Okay? Das wird gemacht mit einem Peter. Und hier mit Animal Card. Ja? So. Der Effekt hier mit dem Schild zum Beispiel, Schild für alle, geht auf dann alle Animal-Karten. Ja. Da hättest du ein 16er Schild auf alle Animal-Karten. Du hast, und das jetzt zieh dir das mal rein, 18-fach Cheers All. Bedeutet, alle deine Karten kriegen 18 Angriffsbonus. Ja. Du hast 36 Blutsauger. 46 Angriff, 130 Leben. Das ist brutal. Ja, das ist wirklich brutal. Und es geht halt mit mega vielen Kombos. Du hast hier mit Cat Licking, New Brine, Money Goat, Cuddles, Mr. Business, Queen of Cat Staros, Goggles Cat, Bugs, Start Sacrificial, Robot Goat Spirit, Knife Wheeling Seal, Irag Lobster, Fish Pheromones, Bandit und Josh. Wenn wir das Ganze jetzt wie vorhin einfach mal, okay, du sagst, du hast mehrere Animal-Karten, die gemaxt sind oder so, hast ein paar Peters, die auch unter Umständen nicht gemaxt sind oder so, oder umgekehrt, auch da kommen noch 36 Angriff raus, du hast immer noch 14-fach Cheers All. Du hast immer noch für alle anderen Animal-Karten 12-fach Schild für alle. Du hast immer noch 28 Blutsauger und immer noch über 100 Leben. Ja. Hier natürlich bei 28 Blutsauger und bei über 100 Leben die Gefahr, dass auf der anderen Seite eben irgendwas da ist, was ziemlich stark werden könnte. Dann musst du eben mit den 36 Angriff gewaltig reinballern, reinklotzen, ne? Und eventuell von der Seite noch einen Support mitgeben. Aber diese Combo ist auf jeden Fall interessant. Auch wieder davon abhängig, wie viele Peters habt ihr. Und davon abhängig, habt ihr eine Linda Belcher? Weil, jetzt kommen wir zu der ersten Gemeinsamkeit. Linda Belcher mit Animal Karten. Und dann müsst ihr einfach mal schauen, welche das dann sind, die sich dann hier decken. Sind auf jeden Fall ziemlich viele. Linda Belcher. Das muss man sich mal hier reinziehen. Ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Zieh dir das mal rein. Das ist eigentlich auch schon kranker Scheiß. Ne? Hier, wenn du die in der Common-Version hast, ne, die Linda. Ich will mir darüber eigentlich gar keine Gedanken machen, aber zieht euch das mal rein. Guckt euch mal die Werte an. Little King Trashmouth bei einer Common Linda mit einem gemaxten Irag Lobster hätte 30 Gas, 20er Bombe, 30 Blutsauger, 36 Angriff, 74 Leben. Das ist ziemlich übel. Und wenn ihr jetzt nochmal zurückgeht und seht, dass ihr eigentlich hier auf die Animal-Karten dann noch vom Peter das Schild bekommen könntet, wäre es unter Umständen sogar interessant. Das ist nur mal so ein Vorschlag, ja, oder eine Idee, mal eine Überlegung wert. Sogar sich hier diese verkackten, Entschuldigung, wenn ich so sage, Lindas
zu holen und dann mit den Animal-Karten zu kombinieren. Sofern ihr die nicht habt. Weil, jetzt pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal da runter und nehmen jetzt mal, also wir haben jetzt hier, nehmen wir mal das Beispiel Irek Lobster. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel Irek Lobster mit hier mit einer gemaxten Common Linda. Wir sagen 30 Gas, 20er Bombe, 30 Blutsauger. Wir haben 36 Angriff. Müssen wir uns irgendwie merken, ich notiere mir das gerade mal hier nebenbei, ja, damit ich das nicht vergesse, weil mein Hirn ist auch nicht mehr das Beste. 20, 30, so, dann hätten wir da 36 und 74. Ja. So, gehen wir mal hier runter und machen jetzt einfach mal hier Fused Once Leveled für die legendäre Version mit dem Irek Lobster. Ah gut, ist natürlich dann doch schon bei einer, wenn du den Irek Lobster gemaxt hast und die Linda Belcher nur Single, dann hättest du immerhin 40-fach Gas, 26er Bombe, 40-fach Blutsauger, du hättest 40-fach Angriff und 102. Also im Vergleich. Vorhin waren es bei der Common 30 Gas, hier haben wir 40 Gas. Bei der Common 20er Bombe, hier 26, gar nicht so krass unterschiedlich. Dann 30er Blutsauger, hier 40er Blutsauger. 36 Angriff, hier 40 Angriff. 74 Leben, da 102 Leben. Also, natürlich, ganz klar, die Linda Belcher in der legendären Version deutlich viel stärker. Aber wenn du die Linda Belcher jetzt gar nicht gemaxt oder so hast, ja, könnte es unter Umständen sogar sinnvoll sein, sich hier in das Deck voll zu klatschen mit lauter Animal-Karten und lauter Lindas und lauter Peters. Und dann, das wäre eine Option. Ganz viele Peters, ganz viele Lindas, ganz viele Animal-Karten. Das ist eine einzige Option, okay? Das ist ein Vorschlag. So, die Lindas hier in der legendären Version natürlich. So, aber dazu braucht ihr dann halt viele Animal-Karten, ne? Weil ihr müsst, wenn ihr die Linda hier in der Common-Version, habt ihr natürlich keine Chance. Und im Normalfall, die muss dann, erst muss die Animal-Karte gespielt werden, nicht umgekehrt. Erst die Animal-Karte spielen, damit die erstmal eben, und dann müsste man diese Common-Linda draufspielen, um halt diesen Mega-Effekt rauszubekommen, ne? Aber der ist dann schon gewaltig. So, hier hätten wir jetzt bei der gemaxten Linda Belcher mit dem Irek Lobster hätten wir sogar schon 48 Gas, 30er Bombe, 48 Blutsauger, 44 Angriff und 124 Leben. Boah, das ist crazy shit. Und wieder nicht zu vergessen, mit dem Peter noch dazu ballerst du ganz gewaltig, weil dann hast du auch noch das Schild vom Peter. So. Ist jetzt mal eine Option, die man sich mal so überlegen kann. Dann geht's weiter. Dann hätten wir jetzt hier als nächstes, haben wir zwei Kombo-Möglichkeiten mit Kunstkarten. Das ist einmal die Peggy. Da kommt diese Propane Sculpture raus. Ja. Propane Sculpture, da hätten wir 28 Stoß durch die Mauer. Wir maxen das Ganze mal. So, hier hätten wir 28, hier hätten wir sogar 34 Stoß durch die Mauer. Eine 18er Bombe. Jetzt überlegt mal. 38 Gas. Ich habe euch vorhin gesagt, bei der Common Linda Version, ja, waren wir bei einer 20er Bombe. Ja, und 30 Gas. Hier 38 Gas und eine 18er Bombe, ne? So, da hättest du 34 Angriff und 124 Leben. So, da unten natürlich mit der Mythic Peggy. Sind die Werte natürlich ganz, ganz gewaltig noch angestiegen. Das wäre, wenn jetzt alles gemaxt wäre. So, jetzt gehen wir zu dem hier, zum Bobby. Und beim Bobby ist es ähnlich.
Wenn wir also viele Bobbys hätten und viele Peggys, dann könnten wir ein Bobby-Peggy-Kunstdeck machen. Das wäre jetzt die Alternative. Also, ich mache nur Vorschläge jetzt. Also, eine Möglichkeit wäre es jetzt halt so ein Peter-Linda-Animal-Deck. Ja? Zweite Möglichkeit ist jetzt hier ein Peggy-Bobby-Kunstdeck. Dann müssen wir uns eben anschauen, mit welchen Kunstkarten sind diese Kombos hier möglich. Der Cloud Painter zum Beispiel, Problem, wobei ist auch kein Problem, weil Bobby und Peggy sind ja beide King of the Hill. Das heißt also, wenn du Bobbys und Peggys mit diesen Kunstkarten kombinierst, dann hast du eben auch diese Effekte. Das heißt also, der Bobby motiviert alle Bobbys und alle Peggys und heilt alle Bobbys und alle Peggys. Ja? Also, nein, er motiviert nicht alle Bobbys. Er motiviert natürlich nur die, die rechts und links daneben sitzen, aber er heilt alle. Ja, das heißt, wir hätten jetzt 34, eine 34er Mauer. Wir hätten 36 motivieren nach rechts sowie nach links. Das musst du dir mal überlegen. 36 Angriffsbonus auf die rechte Nachbarkarte und auf die linke Nachbarkarte. Und du hättest 16-fach alle heilen. Aber eben nur für King of the Hill. Nur für King of the Hill. Also für einen Bobby und eine, oder eine Peggy zum Beispiel. Ja. So, da hättest 36 Angriff und 142 Leben. Okay? So. Gehen wir mal weiter runter. Was hätten wir jetzt hier? Wir hätten Graffiti Mural noch, Arc Sketch und so weiter und so fort. Da unten gibt es dann auch mal diese Peter's Drawing. Ist auf jeden Fall interessant, ja. Wäre Möglichkeit Nummer 2. Okay. Jetzt kommen wir zu einer Karte, die... Das ist halt nicht schön, weil der Boomhauer ist hier wirklich ferner liefen. Okay. Du... Das ist die einzige Drunk-Kombo. Die einzige Drunk-Kombo, wenn die natürlich gespielt werden würde, ja, hier ein Boomhauer mit einer Pautacke Patriot Ale, hätte es 28 entführen, 38 Gas, 40-fach lähmen, 46 Angriff und 136 Leben. Aber es ist halt nur ein Boomhauer mit einer Pautacke Patriot Ale. Deswegen, sage ich mal, ist diese Karte Boomhauer und hier diese Drunk, die streiche ich gleich komplett raus. Die lohnt sich überhaupt nicht. Macht keinen Sinn. Ja. So, jetzt kommen wir zur nächsten Linda Belcher Combo. Und Linda Belcher, wie gesagt, wird das Zünglein an der Waage sein diesmal. Ja, es wird wirklich das Zünglein an der Waage sein. Linda... Wir machen jetzt hier mal wieder Folgendes und werden jetzt hier bei der Linda das Ganze mal maxen, okay? So, dann hätten wir hier 24 Punch, 22 Cheers, 14-fach motivieren, 26 Angriff, 84 Leben. Im Shuttlecock Ring jetzt sogar 28 Punch. Hier mit Sportspot 5000 30 Punch und 34 Angriff. Das musst du dir mal. 30 Punch. Softball Player Jerome. 30 Punch. Überleg dir das einfach mal. Ja? Hier die mit einer ganz normalen Common Linda. Ganz zu schweigen hier und natürlich von der legendären Linda, wo du dann hier 40 Punch hättest, 42, 46 Punch, 40, 46 Punch, ja. Also, mit Sportkarten. Und wir hatten vorhin etwas gesehen. Wir hatten gesehen, es gab den Sua Surfer Bender und es gab den Sua Surfer Fry. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Geschichte. Und jetzt, so langsam aber sicher bewegen wir uns in die Richtung, wo ich eigentlich hin möchte. Wir haben den Sua Surfer Fry. Schauen wir uns doch einfach mal an, was passiert denn hier, wenn du den Fry als Common
Version hast, ja. Gleich hat sie nicht alle, gleich empfiehlt euch jetzt hier Commons. Ne? So, es sind die gleichen Kombos. Ne? Also gehen wir hier einfach nur bei der Common-Version, hättest du 26 Punch, 34 Blutsauger, 30-fach Gas, du hättest hier 32 Angriff und 108 Leben. Das sind doch ganz ordentliche Werte. Ne? Wenn wir hier unten runtergehen, bei der gemaxten Version ist es auch nicht viel anders beim Surfer Fry. Wenn du Glück hast, hast du sogar noch die Kronen drauf. Das dürfte ich sogar haben. So, hier hättest du 38 Punch, 50 Blutsauger und 42 Gas. 38 Angriff und 142 Leben. Wenn wir jetzt hier bei dem Ding einfach mal Fused Ones Leveled machen, dann kommen wir immer noch raus bei 28. Also wir machen jetzt mal Folgendes. Wir schauen uns jetzt mal den Unterschied auch hier wieder an. Ja, Maxed. Maxed. Hätte die hier, na gut, der Yogi Victor ist jetzt nicht gerade die stärkste Version, ja, aber gehen wir mal so runter zum Beispiel zu dem Softball Player Jerome. Oder hier zu der Doubles Ping Pong. Machen wir mal die hier. So, da hätten wir 24 Punch. 34 Blutsauger, 30 Gas, 36 Angriff und 92 Leben. Ja? Jetzt Max, gehen wir mal runter, machen mal Fused Ones Leveled. Das heißt, wir hätten jetzt zum Beispiel einen Fry nicht gefused und wir hätten eine andere Karte hier gemaxt. Gehen wir da wieder hin, jetzt zu dem Softball Player Jerome oder zu dem Doubles Ping Pong. Hier hätten wir jetzt. Und so unterschiedlich ist das dann gar nicht mal. 30 Punch, vorhin 24. Bei einer gemaxten Common 24, hier bei einer Fused Ones Level 30. Ja? 40 Blutsauger, vorher 34. 34 Gas, vorher 30. Okay, 44 Angriff, 36 vorhin. 92 vorhin auch 92. Also in der Lebensanzahl hätte sich gar nichts geändert. Ja. So, bedeutet also, ein Fry, ein einfacher Fry mit einer gemaxten Doubles Ping Pong ist minimal stärker als eine gemaxte Common Fry mit einer gemaxten Ping Pong. Ja, okay? So. Jetzt kommen wir zu der nächsten. Da haben wir nämlich den Bender. Beim Bender gibt es keine Common-Version. Ja, hier können wir gleich mal auf Maxen gehen. Sind aber die gleichen Sportkarten. Doubles, Ping-Pong, Toxic, Shock und so weiter. Man muss halt mal schauen, ob es irgendwelche gibt, die das nicht können. Ja, aber weil diese Synchronized Swimming, Terrestrial Cycling habe ich gesehen, Doubles, Ping-Pong habe ich gesehen, Toxic, Shock habe ich gesehen. Die sind auf jeden Fall drin. So, dann hättest du hier, sage ich mal, gehen wir mal zu der Doubles Ping Pong, die haben wir eben gerade auch genommen. Da hättest du 36er Mauer. Hier hätten wir den Effekt 28 motivieren auf die Sportkarten. Ja? Bedeutet also, wenn du diese Geschichte machen würdest mit einer mit Lindas, mit Benders und mit Fries, ja, Lindas, Benders, Fries mit diesen Sportkarten kombiniert, ja, dann würde hier auf jeden Fall dieses Motivieren zuschlagen. Du hättest 28 Motivieren nach links in den Sportkarten und 28 Motivieren nach rechts in den Sportkarten. 28, Alter, das ist viel. Du hast hier 52 Gas, du hast 44 Angriff und du hast 130 Leben. Also mein, ich bin mir das wirklich am Überlegen momentan, ja. Ich überlege mir aktuell, vielleicht mache ich auch so ein kleines Experiment mal mit drei verschiedenen Möglichkeiten und dann schauen wir mal, welche dann tatsächlich am besten funktioniert. Einmal ein Bender Fry Linda Deck mit Sportkarten. Einmal ein Peter
Und Linda Deck oder einmal ein Peggy und ein Bobby Deck. Ja, also das, was ich schon, ich habe euch verschiedene Sachen jetzt schon vorgeschlagen. Ne? So, jetzt kommen wir zu der nächsten Combo. Also es sind drei Deckmöglichkeiten, die ihr machen könnt, die wirklich brutal einschlagen werden bei diesem Earthclash. Okay? Und wie ihr gesehen habt, selbst wenn ihr nicht die mega krassen Fry-Karten habt oder die krassen Lindas, Leute, dann seht zu, ballert jetzt mal, was weiß ich, die meisten von uns, die haben, keine Ahnung, 200k-Karten oder sowas, ja, also 200k an Coins oben, ja, holt euch einfach mal Karten, ja, lasst es einfach mal durchlaufen. Oder spielt so viel, dass ihr ganz, ganz viele Coins zusammenbekommt, ja. Und von mir aus auch, wenn ihr nur mit der Automatik einfach nur immer skippen oder sonst irgendwas, seht zu, dass ihr ganz viele Karten zusammenbekommt. Und dass ihr diese Lindas oder Fries, je nachdem, wenn ihr die nicht habt. Es kommt ja einfach darauf an, was habt ihr für Decks, ja. Und ihr könnt mit ganz, mit echt relativ schwachen Decks, könnt ihr schon mega viel erreichen in diesem Clash. Das sage ich euch jetzt einfach mal so, ja. So, K-Pop Joe, Dance of Peace, ist hier bei der Dr. Zoidberg. Hier muss ich allerdings sagen, auch hier wiederum das Problem, der ist alleine. Ich meine, klar, der hat natürlich mega geile Werte hier, wenn ich den jetzt nehme, K-Pop Joe, beispielsweise Dr. Zoidberg, K-Pop Joe, der hätte 38 Angriff. Aber wenn man es mal überlegt, wie gesagt, vorhin die Common-Version hatte 36 Angriff, ja, beim Bender. 36 Angriff, so, einfach mal so, 36 Angriff. Hier 38 Angriff und das ist mit einer Mythic, ja, okay. So, 38 Angriff, aber die Lebensanzahl ist natürlich gewaltig. Du hättest hier 198 Leben, du hast 36 Bodyguard, du hast 20-fach alle heilen. Und du hast eine 44er Mauer. Okay, alleine deswegen ist es natürlich schon eine Überlegung wert, den Zoidberg damit reinzunehmen. Und das schon allein wegen dem alle heilen. Das ist schon geil. Ne? Dann kommen wir nochmal zu einer Karte. Das ist der Bobby mit Eggworld. Ach nee, das sind ja die Kombos von heute. Das hat ja damit mal gar nichts zu tun. Das waren die Kombos von heute. Und ja, also, das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Okay, wir haben einmal hier Dolphin Rider Peter, wir haben die wir haben Peter mit Linda, wir haben Peggy mit Bobby und wir haben Linda, Fry und Bender mit den Sportkarten. Man könnte natürlich auch eine Spur weitergehen. Du sagst jetzt, okay, ich nehme Bender, ich nehme Fry und ich nehme Linda mit Sportkarten. Und hinzu nehme ich Peter und Linda mit Animalkarten. Das, denke ich, wird wahrscheinlich die gewaltigste Combo-Geschichte sein, die du haben kannst. Also, viele Animalkarten, viele Sportkarten. Fry, Bender, Peter, Linda, fertig. Und du wirst rocken in diesem Clash. Ja, wenn euch das geholfen hat und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einfach mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown und mit dem Herrn gleich. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg beim Earth Clash. Am Montag ist es soweit. Startet jetzt schon durch, also seht zu, dass ihr in der SFC Arena ganz weit nach vorne kommt, weil je höher ihr einsteigt, desto besser sind eure Chancen. Sonst habt ihr den ersten Tag total vergeigt. Ihr fangt dann so weit unten an, dass ihr den ersten Tag euch eigentlich schon fast schenken könnt. Ja. Also Vollgas geben übers Wochenende, SFC weit nach oben kommen. Dann am Montag beim Earth Clash hier mit diesem Deck antreten. Linda, Peter, Animal, Bender, Fry, Sport. Und das knallt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, haut rein und
Ich freue mich darauf, euch wiederzusehen oder wenn ihr wieder einschaltet. Ihr könnt mir ja dann mal in die Kommentare schreiben, wie es funktioniert hat und für welche Kombos ihr euch entschieden habt. Macht's gut, bis dann und tschüss.